Für dieses Projekt, für die Gestaltung dieser Stofftasche, verwende ich den Schneidplotter und in diesem Fall auch die Transferpresse. Wir schneiden Flexfolien am Plotter und verwenden die Presse, um mit Hitze und Druck die Folie auf Textil zu fixieren. Ich habe meinen Schriftzug fertig entworfen, ihn als Vektorgrafik abgespeichert und öffne ihn nun in CorelDRAW, um mit dem Schneidplotter zu kommunizieren. Hier muss ich beachten, dass ich ein zweifärbiges Motiv habe. Was wir hier sehen, ist jetzt nur der weiße Teil meines Motivs. Und da wir mit Flexfolien arbeiten, ist ganz wichtig zu beachten, dass die Schrift gespiegelt werden muss. Bevor ich mein Motiv spiegle, ist es wichtig, alle vorkommenden Linien in H-Linien umzuwandeln. Das kann ich hier rechts unten machen, bei Breite H-Linie. Und anschließend kann ich mein Motiv mit einem Mausklick horizontal spiegeln. Wenn das passiert ist, werde ich es mir noch ausrichten, sodass es am Material sinnvoll platziert wird. Und kann bereits auf Datei drucken gehen. Wenn ich den passenden Drucker, in dem Fall den Schneidplotter, ausgewählt habe, gehe ich auf Grundeinstellungen, kontrolliere Geschwindigkeit und Messerdruck sowie Papiergröße, bestätige das und kann in der Druckvorschau den letzten Kontrollblick machen. Hier sehe ich, dass das Motiv nicht sehr sinnvoll platziert ist. Das kann ich hier oben noch ändern mit Ausrichten auf linke untere Ecke, da beim Schneidplotter der Ausgangspunkt, der Schnittausgangspunkt links unten liegt. Wenn das erledigt ist, gehe ich auf Datei drucken und kann den Vorgang abschließen. Bei diesem Projekt habe ich ein zweifärbiges Motiv. Das bedeutet, dass ich den Schneidvorgang in zwei Durchgängen machen muss, da jede Folie einfärbig ist. Ich starte mit dem grünen Teil. Da es sich um die sogenannten Flexfolien handelt, muss ich bei diesem Schneidvorgang ganz besonders auf Vorder- und Rückseite achten. Die matte Seite ist meine Flexfolie, die dann schließlich aufs Textil aufgebracht wird. Und auf der Rückseite der glänzende Teil, das ist die Trägerfolie, die nicht geschnitten wird. Ich nehme also die matte Seite nach oben. Kommt der nächste Arbeitsschritt. Es geht um das Zuschneiden der Folie und ganz wichtig, das Entgittern. Das heißt, ich nehme mir alle Teile runter von der Transferfolie, die ich nicht am Textil haben möchte. Hilfreich dabei ist ein Skalpell. Das macht es viel einfacher, die Teile abzuheben, die eben nicht aufs Textil sollen. Musik
Das Motiv wird nun in zwei Schritten auf den Stoff aufgebracht. Ich platziere zunächst die Tasche in der Transferpresse. Dabei ist wichtig zu beachten, dass möglichst wenig Nähte, Krägen oder andere erhöhte Stellen hier im Druckbereich sind, weil sonst der Druck nicht gleichmäßig verteilt wird. Dann hole ich mir das Motiv und platziere es auf der Tasche. Drücke sanft nieder und kann meine Presse aktivieren. Für die Benutzung der Presse sind zwei Kennziffern wichtig, zum einen die Temperatur und zum anderen die Dauer, mit der das Textil bepresst wird. Diese beiden Werte kann ich mir am Digitaldisplay hier im Hintergrund einstellen. Ich habe hier im unteren Bereich die Zielwerte, links die Temperatur, in diesem Fall 170 Grad, und rechts die Dauer, und zwar 25 Sekunden. Wenn ich die Werte verändern möchte, kann ich hier im unteren Bereich mit OK die verschiedenen Werte anwählen, zum Beispiel Temperatur, und die Werte mit den Pfeiltasten verändern. Wenn ich zufrieden bin, gehe ich auf OK und schließe den Prozess ab. Wir müssen jetzt noch einige Zeit warten, bis sich die Presse erhitzt hat, und zwar auf unsere gewünschten 170 Grad. Welche Werte geeignet sind für die verschiedenen Folienarten, kann man im Wiki des HappyLab nachschlagen, und zwar unter wiki.happylab.at. Okay. Wenn die Zieltemperatur erreicht ist, kann ich die Presse mit etwas Kraft schließen. Wichtig ist jetzt in der Phase, dass das Öffnen automatisch funktioniert, und zwar mit dem Timer. Nach der vorher eingestellten Zeit, in diesem Fall 25 Sekunden, öffnet sich die Presse automatisch. Wenn ich den Vorgang aus irgendeinem Grund abbrechen möchte, dann findet sich hier an der Seite ein roter Knopf, mit dem ich die Presse öffnen kann. Bevor ich nun die Trägerfolie abziehe, sollte ich sie etwas abkühlen lassen und dann vorsichtig möglichst flach wegziehen. Ich kann eigentlich nahtlos dann die zweite Folie platzieren und den Vorgang wiederholen.